So, mein Lieben, herzlich willkommen zu einem Video der möglicherweise etwas anderen Art. Auch wenn wir hier andere Thematiken besprechen, wäre es cool, wenn du diesem Video eine Chance gibst, um vielleicht doch die ein oder andere Stellschraube nochmal drehen zu können, beziehungsweise um dich darauf einzulassen, weil sehr, sehr häufig sind die Dinge, die uns eher so als negativ aufstoßen, beziehungsweise bei denen wir schnell einfach so durchscrollen, weitertippen, vielleicht die Dinge, die etwas maßgeblich bei uns verändern können. Und selbstverständlich dreht sich heute weiterhin um das Thema Trading, aber vor allem um die Trading-Psychologie, beziehungsweise um die Gründe. Und die wollen wir zumindest meiner Erfahrung nach und dem, was ich herausgefunden habe, die Gründe, warum so viel Leid, so viel Frust in diesem Bereich, in dieser Profession steckt. Ich denke, das meiste wird dir bewusst sein, aber vor allem das Wichtige ist, sich immer wieder damit auseinanderzusetzen, das immer wieder zu reflektieren, weil dir das letztendlich auch den Ursprung gibt dessen, das Problem zu erkennen und das Problem zu beheben. Denn wenn du nicht weißt, was und wo ein Problem bzw. eine Herausforderung liegt, dann wird es ganz, ganz schwer, da etwas zu machen. Und Punkt 2 ist, wir wollen dann darauf aufbauend natürlich auch Dinge besprechen, die so ein bisschen nicht Common Sense sind, also so ein bisschen nicht Mainstream ist, weil auch da müssen wir immer die Frage stellen, wenn die ganzen Probleme und die ganzen Informationen zur Problemlösung irgendwo offen sind und die tatsächlich zur Problemlösung führen, warum nutzen sie ja nicht alle Menschen? Und da steckt ein ganz, ganz wilder Kreislauf dahinter, den wir jetzt quasi hier gemeinsam erarbeiten wollen und wirklich konkret dann am Ende des Videos wissen, was wir zu tun haben und wie wir zu besseren Traderinnen oder Trader werden, denn der Krieg findet im Kopf statt. Also das Spiel wird im Kopf gewonnen. Und vor allem Traderinnen und Trader, die schon langfristiger dabei sind, die werden mir sehr, sehr wahrscheinlich zustimmen. Und Traderinnen und Trader, die gerade erst mal seit kurzem dabei sind, die werden denken, ne, so wichtig ist das gar nicht. Und in diesem Video wird es auch ein bisschen Werbung geben. Nicht aber für mich, nicht für andere Traderinnen und Trader, sondern für Literatur, die weit, weit weg von dem ist, was dir Mainstream anbietet oder empfiehlt. Aber wenn wir das Ganze mal umdrehen und sagen, ja, die Masse soll halt auch nicht gewinnen oder vielleicht in unserem System, in unserer Gesellschaft gar nicht so diesen großen Stellenwert bekommen, dass entsprechend die Masse gewinnen kann, dann sollten wir vielleicht auch ein bisschen spitzfindig sein, was möglicherweise Literatur oder Informationen oder Werke außerhalb der Norm sind. Und damit ja begrüße ich dich zu diesem Video. Was ist das große Problem im Trading? Die meisten werden mir wahrscheinlich zustimmen, die länger dabei sind, die Psychologie. Ja, der Kopf, das hat nichts damit zu tun, motiviert zu sein. Das Problem im Trading ist nicht, dass du nicht motiviert bist. Motivation bringt dich ins Laufen. Motivation sagt dir, ich will was ändern, ich will ins Trading, ich will meine Position vergrößern, ich will geduldiger und diszipliniert sein. Und da fängt es halt schon an. Motivation hält irgendwann aber nicht mehr an. Motivation wird gehen, egal wo, egal wann. Das ist ein ganz menschliches und natürliches Phänomen, was dazu führt, dass du Dinge anfängst, aber meistens nicht zu Ende bringst. Und dich im Trading zu verbessern, hat wenig damit zu tun, irgendwelche coolen Reels auf Instagram zu sehen oder irgendwelche Motivationssprüche zu sehen. Klar, das kann dir immer wieder so diesen kleinen Adrenalinkick geben, der dich vielleicht dazu führt und sagt, ja, ich will jetzt was ändern und ich muss mich jetzt aufraffen, etwas zu tun. Das Problem ist immer wieder, wenn du anfängst, quasi eine Hürde zu überwinden, kostet dich ja sehr viel Energie. Und vielleicht springen wir mal aufs Blackboard. Wie gesagt, das wird ein bisschen theoretisch schon ein bisschen trockener, aber ich denke, dass gerade wenn du im Trading-Bereich oder wenn du vor allem in der Finanzbranche aktiv bist oder aktiv sein willst, bist du offen für solche Dinge. Das habe ich zumindest bei mir in der Family, also bei uns in der Community festgestellt, dass Menschen, die sich für Trading interessieren, sehr, sehr häufig auch sehr offen sind, was etwas anderes denken, beziehungsweise was generell auch Persönlichkeitsentwicklung anbelangt. Und jedes Mal, wenn quasi das Thema Motivation aufkommt, dann hast du immer wieder den Punkt, dass du Kraft aufbringen musst, um diese Wand, das bist du hier, und da ist diese Wand, und diese Wand ist, ich habe keinen Bock, ich will das nicht, ich könnte lieber was anderes machen, ich bin zu faul, ich bin antriebslos, bringt doch sowieso alles nichts. Das ist deine Doubt, also die Wall of Doubt, die Wand des Zweifels. Und die ist allein schon relativ hoch. Und natürlich kannst du dir hier so eine kleine Treppe bauen, die vielleicht aus Motivation gebaut ist. Und du kannst möglicherweise versuchen, diese Treppe hochzugehen, um dann darüber zu klettern. Dir wird aber bewusst sein, dass das von deiner Kraft, von deiner Power schon extrem viel kostet. Das wird wahrscheinlich die 60, 70% schon kosten. Und das Problem ist, dass wir sehr, sehr häufig ja aufgrund dessen, was wir gesellschaftlich lernen oder was uns so indoktriniert wird, dass wir ja gar nicht wissen, was danach kommt. Und Unsicherheit ist ja immer so ein bisschen doof. Das heißt also, wir wissen ja gar nicht, ob sich das lohnt, diese 60, 70% der Kraft schon zu investieren, damit wir dann noch die restlichen 30 bis 40%, die noch übrig bleiben, nutzen, um tatsächlich weiterzukommen.
Und das ist das, was wir im Alltag erleben. Wir haben einen stressigen Alltag, wir müssen arbeiten gehen, weil irgendwoher muss das Geld her, auch herkommen. Für uns, für Familie, für Verpflichtungen oder Verantwortung. Und das bedeutet, das nimmt schon locker 60-70% des Tages ein. Dann müssen wir wahrscheinlich noch irgendwie so 10-30% einplanen, mindestens auch fürs Schlafen. Sehr wahrscheinlich ist es weit über 30% und dann wird es schon eng. Aber es bleiben am Tag ein paar Prozent übrig, die dir helfen können, dich selbst zu verwirklichen bzw. voranzukommen. Aber das braucht diese extra Meile. Das braucht diese extra Arbeit und Motivation bringt dich da nicht hin. Motivation bringt dich ins Laufen, Disziplin hält dich ans Laufen. Das heißt, diese ganzen coolen Auto, Yachten, Mindset, diese powerful words, diese Quotes, diese Zitate, die sind ganz geil, um dir immer wieder so einen kleinen Adrenalinschub zu geben, zu sagen, okay, jetzt will ich. Aber das Problem ist, jedes Mal, wenn das kommt und du nicht weiter voranschreitest, sondern einfach sacktief runterfällst und dann da auf dem Boden liegst, dann wird es sehr, sehr schwer für dich weiterzugehen. Denn das Problem ist, je mehr du fällst, desto häufiger bilden sich bei uns Zweifel, desto häufiger bilden sich bei uns immer wieder auch diese Ängste, die dann halt sagen, lohnt sich das überhaupt weiterzumachen? Und jetzt musst du dir überlegen, du bist auf den sozialen Medien aktiv, das ist quasi Dopamin-Overload, du hast gar nichts mehr, du hast immer diese Instant Gratification, immer wieder diese Situation, wo du immer wieder direkt quasi Glückseligkeit, Dankbarkeit und alles mögliche verspüren kannst. Du kannst dir dein Dopamin, deine Glücksgefühle letztendlich übers Handy holen, indem du dir einfach lustige Katzenvideos anschaust oder siehst, wie irgendwer sich ein krasses Auto kauft oder. Dann sagst du, geil, ich will das auch. Dann springst du hoch, das ist die Motivation. Dann merkst du, scheiße, mein Ist-Zustand ist noch relativ weit weg von einem Soll-Zustand und dementsprechend, ja, siehst du, scheiße, das braucht viel Arbeit und du fällst runter. Und jedes Mal, wenn du runterfällst, verletzt du dich. Und wenn du wieder weitermachst und langsam weitermachst und wieder hochgehst und wieder runterfällst, dann verletzt du dich noch ein bisschen mehr, weil du halt immer noch siehst, pass auf, wie weit ist es bis hierhin? Wie weit ist es bis zum Sollzustand? Und die Motivation aller anderen, bei allen anderen scheint es ja zu funktionieren. Das ist ja das, was mir die sozialen Medien suggerieren, nur bei mir nicht. Was dazu führt, dass mit jedem Sturz du dich mehr verletzt und wahrscheinlich auch mehr Frust aufbaust. Und das ist das Problem bei einzelnen Motivationsschüben, dass irgendwann du quasi immer weiter tiefer fällst und dann siehst, bei anderen klappt es und bei anderen scheint es ja zu funktionieren, dann wirst du schon negativ, dann wirst du schon so, warum klappt es bei anderen und das inspiriert dich und motiviert dich dann nicht mehr, sondern ganz im Gegenteil, das nervt dich und ist dann halt eher so Ablehnung. Vielleicht hast du das auch schon mal festgestellt oder wirst das vielleicht feststellen, wenn du dich weiterentwickelst und erfolgreicher wirst, dann sind Menschen in deiner Umgebung gar nicht mehr so zuträglich, wie sie vorher waren und wollen gar nicht mehr dich so krass supporten, sondern dann kommt mehr Destruktivität, dann kommt mehr Häme und so weiter und so fort, was dazu führt, dass du sehr wahrscheinlich bei diesen Motivationsschritten schon immer weiter quasi nach unten fällst und irgendwann fällst du so tief, dass du da gar nicht mehr vernünftig rauskommst. Und dabei bist du jedes Mal ein Stück weiter ans Ziel gekommen. Was viel sinnvoller ist, ist dann natürlich, wenn du von einem Ist-Zustand startest und einem Soll-Zustand startest, dass du halt sagst, diese kleinen Motivationsschübe, die können dich ein bisschen schneller voranbringen. Ja, die extra Arbeit, die du reinsteckst ins Training oder die extra Meile, die du läufst, die beim Sport oder die 5 Kilo extra, die können dir immer so einen kleinen Push geben, sollten aber immer quasi genau in Richtung, wie so ein Vektor in der Mathematik, in deine Richtung gehen, die du sowieso schon mit Disziplin aufgebaut hast. Und das ist der Punkt. Instagram sagt uns immer, du musst motiviert sein und so weiter. Das versetzt uns kurz in diesen Dopamin-Workflow oder diesen On-Mode, wie ich ihn auch gerne nenne. Dann bist du in diesem On-Mode, machst halt weiter. Dann kommst du irgendwann an den Punkt, da wird es schwer. Wir in unserer Gesellschaft sind ja gar nicht mehr darauf ausgelegt, dass Dinge Zeit brauchen dürfen. Du musst 17 sein, 2 Doktorabschlüsse, brauchst aber auch 23 Jahre Berufserfahrung, um diesen Job auszuführen, den du dann quasi mit 18 bekommen solltest, aber dafür bist du nicht qualifiziert genug, weil du entsprechend noch zu jung bist. Und das ist so eine Geschichte, es darf keine Zeit mehr kosten. Wir kennen uns selber, Amazon, wir haben ein Produkt, was wir eigentlich haben wollen, wird in 3 Wochen erst geliefert. Was ist das denn? Ich bin Prime-Member, heißt also, ich will das morgen früh haben und dann wird dich halt zur Not ein anderes Produkt bestellt, was morgen früh halt da ist. Instant Gratification, die ist langweilig, du weißt nicht, was du mit dir anfangen sollst, du gehst nicht raus, gehst nicht spazieren oder liest ein Buch, sondern nimmst das Handy in die Hand und lädst dir zur Not das 23. Spiel runter oder guckst halt die Stories von irgendwelchen Menschen, die dich erst recht nicht interessieren, die irgendwo auf einem ganz anderen Ende der Welt sind oder sogar auf einer anderen Galaxie leben. Hauptsache, du hast dich irgendwie beschäftigt. Es darf ja keine Zeit mehr kosten. Das ist das Problem, dass uns das auch
Social Media oder Instagram suggeriert und uns das indoktriniert wird, wir müssen schon fertig sein, bevor wir angekommen sind, und wir müssen etwas sein, bevor wir etwas werden können. Und das ist das Problem im Trading. Wir wollen alle sehr, sehr schnell unseren eigenen Instagram-Account haben, wo wir die fetten Profits einloggen, wo wir auch posten können, endlich geschafft, endlich den ersten Lambo finanziert oder, ohne diese Qualitäten auszubilden. Das heißt also, im schlimmsten Fall bilden wir daneben sogar noch ein zweites Ich, ja, quasi ein zweites Ego aus, was eine Person vorzugeben scheint, die es gar nicht gibt. Dann gibt es das eigentliche Ich, die laufen letztendlich so ein bisschen koexistent. Das eigentliche Ich geht immer weiter nach unten, weil wir versuchen, mit dieser Kraft das Ego weiter nach oben zu stützen. Irgendwann merken wir oder spüren wir, es ist einfach ein Teufelskreis. Beides bricht zusammen und wir sind wieder weg vom Fenster. Das sind jetzt so sehr, sehr negative Narrative, die rein auf dieses gesellschaftliche Phänomen letztendlich zu sprechen kommen. Wichtig ist aber zu verstehen, warum das im Trading wichtig ist. Und wir werden gleich auch besprechen, was wir dagegen tun können oder was ich zumindest glaube, was in meiner Erfahrung, der Erfahrung unserer Jungs und Mädels bei uns in der Family, was die quasi so antreibend vorangebracht hat. Denn das Ding ist, Punkt 1, Trading ist nicht weit weg von dem, was wir in der Gesellschaft machen. Nämlich das Normale, wenn du mit der Masse gehst, wirst du an der Börse verlieren. Wenn du dich verhältst, wie sich die Masse verhält, vor allem auch psychologisch gesehen, wirst du verlieren. Das heißt also, sorry, dass du immer darauf aufpassen solltest, nicht das zu machen, was jeder macht, und vor allem nicht einfach mitzurennen. Und der erste Punkt, der ganz wichtig ist, ist entsprechend diese Vernunft bzw. diese Realisierung des Zustandes. Das heißt also, wenn du dir diesen Sachen nicht bewusst bist, weißt du auch gar nicht, wo du letztendlich anzusetzen hast. Vielleicht kennst du das, du liest Bücher, ja, zum Beispiel über Persönlichkeitsentwicklung oder über verschiedene Dinge. Und das sind Bücher, die sehr krass empfohlen werden. Und vielleicht kennst du das. Das sind teilweise Dinge, die, wenn du sie liest, logisch erscheinen und sagst, ja, ist mir bewusst, kenne ich. Wenn du dann aber weiter darüber nachdenkst, denkst du dir, ja gut, ich kenne es, aber ich habe darauf aufbauend noch gar nicht so gehandelt. Und jedes Mal, wenn ich ein Buch lese, wo ich mir denke, okay, ist irgendwo halt logischer Menschenverstand, sage ich trotzdem, ich wäre ad hoc aus den eigenen Überlegungen nicht auf diesen Gedanken gekommen. Dieser Gedanke hat sich mir jetzt aber geformt oder hat sich mir ergeben, zum Beispiel in so einer Situation kannst du das Ganze so und so sehen. Was bedeutet, du bist für die nächsten Situationen etwas sensibilisierter. Das heißt also, jedes Buch oder jede Perspektive, die du aufnimmst, gibt dir so ein kleines Feedback und halt sagst, okay, das erweitert tatsächlich meine Perspektive und den Horizont. Kann aber entsprechend nur sein, wenn du realisierst und sagst, diese Dinge gibt es. Und das ist das Wichtige, dass du dir vorstellen kannst, dass es zum Beispiel, dass Sonne Energie liefern kann, ist in Ordnung. Trotzdem, glaube ich, wissen die wenigsten, wie wir Photovoltaik-Anlagen bauen, beziehungsweise wie ich jetzt für mein Handy, um das zu laden, Sonnenenergie nutzen kann. Wüsste ich nicht, außer in den Laden zu gehen, um mir was zu kaufen, was gegebenenfalls sowas kann. Und das ist ein wichtiger Punkt, deswegen ist diese Realisierung, diese Problemstellung, das eigentlich wichtig. Und dafür musst du sensibilisiert werden. Warum ist es jetzt im Trading gerade so unglaublich schwer, dass wir letztendlich versuchen, anders zu sein? Und warum hilft uns auch das 530. Buch über Trading-Psychologie nicht? Das ist relativ simpel. Und ich bin überzeugt, dass das die einzige richtige Antwort ist. Diese Bücher oder alle, die auch zum Beispiel, wenn ich dir was erzählen möchte oder wenn du mir was erzählen möchtest, wir reden über einen Sollzustand und im besten Fall wissen wir eigentlich, wie der Sollzustand aussieht. Ja, das ist auch in einer glücklichen Beziehung, das ist im Fitnessbereich so. Eigentlich wüssten wir, was sinnvoll ist. Die Pizza jetzt noch reinzuziehen neben dem Bier ist gerade vielleicht nicht das Sinnvollste. Das heißt, wir wissen eigentlich, wie wir erfolgreich traden können, zumindest etwas erfolgreicher traden. Das Ding ist halt aber, es wird uns relativ wenig vermittelt, wie wir da hinkommen, außer du musst das halt so und so machen. Und klar, auch das ist eine Anleitung, ja, zum Beispiel zu sagen, ich drücke 95 Kilo beim Bankdrücken, ich will auf die 100 Kilo kommen, dann kann uns natürlich auch da gesagt werden, ja, Pro-Athletes, die erfolgreichen Trainierenden, die drücken 100 Kilo und du darfst halt nicht so eine Pussy sein. Das ist halt so ein Hinweis, den wir in den Büchern bekommen, ja. Du musst halt diszipliniert sein. Ja, I know, aber wie? Wie werde ich diszipliniert? Das heißt also, diese Literatur, und deswegen nenne ich sie gerne immer so Soll-Literatur, ist halt genauso wie Rich Dad Poor Dad, sagt dir, wie es im Optimalfall läuft.
Niemand sagt dir aber so wirklich, wie du da hinkommst, außer du musst halt diszipliniert sein. Und dann kommt die Frage, wie werde ich disziplinierter? Und da sagt man, ja, du musst halt einfach durchziehen, du musst halt einfach wollen. Das heißt, man vertieft sich, man verliert sich in diesen Killerphrasen und sagt halt einfach, ist so, wie es so ist. Und das ist natürlich schlecht. Und jetzt ist halt die Frage, wie kommen wir da hin? Und ich hoffe, dass dir dieses Video jetzt die Antwort liefern wird. Das Ding ist, wir müssen weg von einem Sollzustand und wir müssen auf diesen Sollzustand uns immer fokussieren, weil dieser Sollzustand bestimmte Parameter hat. Das heißt, wie in der Chemie, du weißt wahrscheinlich, dass ich Chemie studiert habe und deswegen immer so gerne auch naturwissenschaftliche Vergleiche auch anwende. Die haben verschiedene Parameter. Bei einer chemischen Reaktion ist zum Beispiel Konzentration, Temperatur, Druck, was auch immer. Nichtsdestotrotz haben wir zum Beispiel Parameter für unseren Sollzustand im Trading, zum Beispiel diszipliniert. Dann sagen wir zum Beispiel, 2K am Tag will ich verdienen. Dann sagen wir pure Freiheit, ich will in meinem Penthouse oder in meinem Haus sitzen, im Garten, was weiß ich nicht alles. Das heißt also, es gibt uns schon diese Zielvorstellungen, was schon mal nicht schlecht ist. Das Problem ist, dass wir automatisch immer unseren Ist-Zustand damit vergleichen und wir halt nicht mehr darauf konditioniert sind, Disziplin zu haben und Dinge auszuhalten. Irgendwo darauf hinzuarbeiten, das funktioniert halt nicht mehr. Die Digitalisierung, die Technologie nimmt uns das Ganze ab. Das heißt also, wir vergleichen uns dauerhaft mit diesen Parametern, mit diesem Sollzustand. Das ist nicht der Fall. Und dann machen wir nämlich was? Da wird uns gesagt, mach eine, wie hieß die nochmal, SWOT-Analyse, Strength, also Stärken, Weakness, Schwächen, Opportunities, also Möglichkeiten und Threats, Gefahren. Und da ist ein großes Problem dabei. Wir sollen uns auf unsere Schwachstellen fokussieren. Diese Schwachstellen, diese Weaknesses, die sollen uns ja helfen zu sagen, okay, ich habe dieses Bewusstsein, ich habe diese quasi die Wahrnehmung, dass ich da und da nicht gut bin. Zum Beispiel im Trading, ich kann meinen Trade nicht laufen lassen. So, das ist eine Wahrnehmung, eine Realisierung, die wir erkennen können, Trade nicht laufen lassen können. Und das ist ein Problem. Und jetzt haben wir als einziges Instrument in der Schule oder generell in unserer Gesellschaft erlernt, fokussiere dich auf Probleme, mach besser. Jetzt stell dir mal vor, du, wie soll ich das sagen, was ist ein vernünftiges Beispiel? Stell dir mal vor, du bist jetzt, warum auch immer, in einer Situation, da wird dir gesagt, pass auf, lauf auf Händen. Du bist aber bisher immer mit deinen Füßen gelaufen, weil du dachtest, so macht man das. Aber da sagt dir jemand, nee, das ist dumm, das ist nicht umweltschonend, lauf auf deinen Händen. Kannst ja jetzt nicht einfach so machen. Du kannst ja jetzt nicht sagen, okay, dann trainiere ich das einfach, ohne die richtige Technik zu haben, ohne irgendwie zu wissen, wie balanciert man auf den Händen. Das heißt also, dir fehlt eine Referenz, dass du überhaupt sagst, mit diesen Schritten, mit diesen Informationen komme ich zu einem Zielzustand. Und deswegen weißt du ja gar nicht, wie du jetzt einen Trade laufen lassen sollst, außer ich lasse es halt einfach. Und das Problem ist, wenn der Trade dann gegen dich läuft, dann haben wir das nächste große Problem, dass wir entsprechend in der Psychologie festgestellt haben, dass Verluste oder Niederlagen ca. 2,5-fach so negativ wirken wie Gewinne. Das heißt also, wenn wir den Trade laufen lassen und der allererste Trade, den wir jetzt mal auf Zwang laufen lassen, der geht gegen uns, dann tut das 2,5-fach so weh, als wenn ich immer denselben Mist gemacht hätte. Und da wir, gerade was Finanzen angeht, gerade was Geld angeht, da uns die Welt sagt, Junge, ohne Geld bist du nichts, du kannst vielleicht versuchen, dich irgendwo so ein bisschen zu verstecken und zu sagen, ja, Geld ist nicht alles und trotzdem arbeitest du in einem Job 40 Stunden die Woche, in dem du unglücklich bist, um Geld zu verdienen, damit du überleben kannst. Deswegen, uns ist, ob du das letztendlich willst oder nicht, Geld als eines der höchsten Maxime angegeben. Vielleicht hast du dich aus dieser Matrix schon befreien können. Falls nicht, dann ist halt Geld für uns einfach das Thema an sich, was alles andere beeinflusst. Und das wirkt natürlich, was die Emotionen angeht, dann nochmal härter. Das heißt, diese 2,5-fach negativen Emotionen, die kicken sowieso. Und warum ist das jetzt schlimm? Die kicken sowieso negativ, weil wir in einem Umfeld sind, was Chance gegen Risiko erwägt. Wir sind in einem Umfeld, was mit jeder Aktion, mit jedem Trade, den du angehst, sowieso ein Risiko aufbringt. Das heißt also, du startest mit einer Ungewissheit und im Trading hast du nichts anderes als Statistik und Wahrscheinlichkeit. Ja, du hast immer, egal wenn du einen Trade eingehst, hast du immer ein Risiko, egal wie sicher der Trade ist. Lass dir das bitte gesagt sein oder finde es selber heraus. Du wirst, egal wie gut dein Trade geplant ist, wirst du immer ein Risiko haben. Und deswegen starten wir in einem Umfeld, was für uns schon mal gar nicht einen garantierten Outcome gewährt, sondern starten mit einem Risiko, was sowieso schon Unsicherheit mit sich bringt. Und wir kennen es alle, wenn wir ein neues Projekt starten oder eine eigene Firma gestartet haben oder was auch immer und selber noch unsicher sind
Und dann das Feedback kommt von anderen Menschen, vor allem zum Beispiel von Familie, die dich eigentlich supporten und sagt, ah, ich glaube, das funktioniert nicht oder ja, du hast doch gar nicht die Qualifikation dafür oder ja, ich glaube, das gibt's schon und so weiter und so fort. Dann trifft dich Feedback dann, genau wann? Richtig, wenn du unsicher bist. Das heißt also, wenn du gar keine Sicherheit aufgebaut hast und die du im Trading erst extrem spät durch extrem viel Erfahrung womöglich aufbauen kannst, wird dich diese Unsicherheit begleiten. Und sobald du dann negatives Feedback bekommst, denk dran, du willst deine eigene kleine Firma eröffnen und deine Familie sagt dir, ah, ich glaube, das packst du nicht, ja, du bist dafür nicht qualifiziert genug, ist das die Unsicherheit, die dich dann noch mehr, die dir noch mehr schadet, die dich noch mehr trifft, sodass du es sehr wahrscheinlich dann sein lässt. Und das ist im Trading genau das Gleiche. Jetzt ist das nicht deine Familie, die dir 2,5-fach in die Beine tritt oder deine Freunde oder wer auch immer, oder das Internet. Es ist der eigene Trade. Und wenn der dir letztendlich in die Beine gräbt, wirst du extrem stark daran nagen müssen, was dazu führt, dass du pro Verlust 2,5-fache Gewinne einloggen musst. Das heißt, mit einem Verlust musst du 2,5-fach einen Gewinnertrade letztendlich bekommen, damit du erstmal wieder emotional break-even bist. Aber die Sache ist, die Unsicherheit ist ja nicht weg. Die Sache ist, die Unsicherheit, die Emotionen bei der Positionsgröße, die Gier, die Angst, die sind ja nicht weg. Das sind alles Begleiteffekte, die dich immer hierhin ziehen, die dich immer ins Negative ziehen. Und das ist das, was ein ganz großes Problem ist. Und jetzt sind wir halt wieder bei dem Problem. Aber was ist das Problem, wenn du dich auf das Problem fokussierst? Was ist das Problem? Und das, ich weiß, man soll das eine Herausforderung nennen. Wir sind aber einen Schritt weiter. Wir können das Ganze differenzieren und müssen uns nicht mit einer Rich Dad Poor Dad Literatur hier auseinandersetzen. Nichts gegen das Buch. Aber ich denke, wenn du dich wirklich mit Finanzen und wirklich mit Finanzmindset auseinandersetzt, dann bist du deutlich weiter, als dass du dich jetzt oder Bodo Schäfer Herausforderung, Problem das Ganze nennen kannst, sondern du bist weit und sagst, ich kann das differenzieren. Wir können das Problem nennen. Heißt also, was ist das Problem bei dem Problem? Wenn wir uns auf das Problem fokussieren, erhalten wir eine Sache. Where focus goes, schreibt ihr es auch gerne mal mit auf, where focus goes, energy flows. Das Ganze hat mich sogar so weit gebracht, dass ich mich tatsächlich mehr mit Spiritualität beschäftigt habe, was mich wiederum dahin gebracht hat, dass ich mittlerweile so ein kleiner Aluhutträger bin, so ein kleiner Verschwörungstheoretiker. Das hat hier aber nichts zur Sache. Ich möchte damit eine Sache sagen. Du kannst dir Informationsgrundlagen oder Perspektiven und Ansichten holen, woher du es möchtest. Wichtig ist aber, where focus goes, energy flows, bedeutet vielleicht ein bisschen mehr als nur diese Aufmerksamkeitsspanne, bedeutet aber vor allem auch das. Und ein Beispiel, was ich persönlich sehr, sehr passend finde, ist, falls du Skifahren kannst oder Skifahren gelernt hast oder wenn du es irgendwann mal lernen willst oder ansonsten kannst du halt mal schauen, wie man Skifahren lernt, da passiert meistens das Folgende. Dir wird gesagt, pass auf, guck dahin, wo du hinfahren willst. Und dann macht der Körper das auch automatisch, ja? Vor allem auch aufgrund der Physik. Das heißt, da, wo du hinguckst, da fährst du hin. Das heißt also, where focus goes, energy flows. Überleg mal, wenn du beim Autofahren gelernt hast, um diese Hütchen zu fahren, ja, da sind diese Hütchen von mir aus, und du sollst um die herumfahren, was solltest du nicht machen? Aufs Hütchen gucken. Weil sonst du automatisch darauf zusteuerst. Where focus goes, energy flows. Und das ist eine Sache, die wir im Outcome, in so großen Situationen gelernt haben oder umgelernt haben, weil unser Reflex ist, natürlich, da ist Gefahr. Ich fokussiere mich darauf, um zu gucken, was das ist. In der Vergangenheit, vielleicht in der Natur, hat uns das geholfen zu sagen, da bewegt sich was im Busch, ich gucke lieber hin. Wenn da zum Beispiel irgendein Vieh rauskommt, ein Yeti, und dann mein Fluchtinstinkt triggern sollte, das ist in Ordnung. Aber in solchen Fällen ist das eher kontraproduktiv, in den Berg zu fahren oder beziehungsweise ins Hütchen zu fahren, würde ich mal so vermuten. Das heißt also, ein Problem haben wir, wenn wir uns auf das Problem fokussieren. Bedeutet, wann immer du sagst, ich muss disziplinierter sein, ich muss den Trade länger laufen lassen, ich muss dies, ich muss das machen, fokussierst du dich zu 100% oder zumindest zu einem Großteil deiner Aufmerksamkeitsspanne auf das Problem. Und was suggerierst du dann deinem Körper beziehungsweise deinem Geist? Problem, Problem, Problem. Dein Körper kennt diesen Zustand, was zu diesem Ergebnis führt. Und jetzt kommt leider eine sehr, sehr bittere Neuigkeit. Circa 99% im Alltag unseres alltäglichen Handelns, unserer Gedanken sind vorprogrammiert. Das heißt also, wenn du dir überlegst, ah, okay, bleibe ich gleich mal in dem Trade drin oder bleibe ich nicht drin, und dann wird es auf einmal ein bisschen kritisch, dann bewegt sich der Trade auf einmal schnell und du willst ihn eigentlich laufen lassen. Was machst du aus Reflex, beziehungsweise sagst, ach komm, ich nehme den jetzt lieber mit? Und da sind wir weiterhin bei den 99% deiner Abstimmung. Und das hat letztendlich auch
eine Untersuchung ergeben, vor allem wenn wir in Panik sind, beziehungsweise in so einem Angstzustand sind. Das wurde mal mit Mäusen getestet. Es wurde mal eine Maus, die sehr, sehr hungrig ist, quasi, es wurden Mäuse, es war nicht nur eine Maus, die sehr, sehr hungrig war, die seit Tagen nicht gefüttert wurde, in ein Labyrinth gesetzt. Und diese Maus hat es erst nach 18 Stunden geschafft, dieses Labyrinth zu verlassen und da rauszukommen. Warum? Weil Panik vorlag, beziehungsweise dieser Überlebensinstinkt, und der hat das kreative Denken blockiert. Das heißt, die Maus konnte nicht mehr kreativ denken und sich den Ausgang suchen. Und dann wurden Mäuse in dieses gleiche Labyrinth gesetzt, die entsprechend voll gefüttert waren, und die konnten das Labyrinth innerhalb von 20 Minuten verlassen. Und das ist ein großer Punkt, der entsprechend auch bei zum Beispiel brennenden Hochhäusern der Fall ist. Deswegen gibt es diese Fire Drill-Übungen. Die Menschen, die diese Fire Drill-Übungen nicht machen, und wenn es dann tatsächlich brennt, da setzt letztendlich das kreative Denken, also der Gedankenprozess, der setzt komplett aus. Wir haben nur noch das rationale Denken, und das hindert uns daran, Problemlösungen zu erkennen, die wir noch nicht kennen. Das heißt also, die hindern uns daran, mögliche neue Lösungsansätze zu kreieren. Was bedeutet, du bist im Trade und der Trade läuft jetzt auf einmal und du willst ihn laufen lassen und plötzlich kommt eine große Bewegung, die in deine Richtung führt, dann wird das ausgesetzt, das rationale Denken tritt ein. Du kennst nichts anderes als, ich muss den Trade schließen, weil er jetzt ein bisschen für mich gelaufen ist. Du wirst den Trade wieder schließen und du startest wieder von null. Dementsprechend weißt du, auf das Problem zu fokussieren, ist nicht die Lösung, ist keine Lösung. Und das wird uns aber immer suggeriert, und das sagt uns auch die Literatur: Fokussiere dich auf das Problem, kümmere dich um das Problem. Verstehe mich nicht falsch, auch wir haben das gemacht. Wir haben uns darauf letztendlich mehr oder weniger verständigt, dass wir uns das Problem anschauen müssen, damit wir wissen, wo setzen wir an, damit wir uns Lösungssätze generieren können. Aber die eigentliche Arbeit, die findet außerhalb dieses Problems statt, nämlich die eigentliche Arbeit findet statt, indem du dir das Problem bewusst bist. Und das ist eine ganz praktische Sache, die du jetzt mit oder nach dem Video machen kannst. Du schreibst dir auf, was deine Probleme sind. So. Im Trading, die dir aufgefallen sind durch dein Journal, durch deine Ergebnisse, dein Outcome, wie auch immer. Und du nimmst dir da ein Blatt Papier und schreibst genau zu diesen Problemen die Lösungen auf. Dann machst du das Folgende: Das verbrennst du oder zerreißt du und wirfst du weg. Und das ist für dich ein wichtiger Punkt, psychologisch gesehen, das tatsächlich irgendwie kaputt zu machen. Und dann schreibst du deine Lösungen auf dazu, beziehungsweise wirst dich nur mit den Lösungen beschäftigen. Dadurch konditionierst du dich. Dein Geist und dein Körper geht, wo dein Geist schon ist. Das heißt also, dein Geist und dein Körper konditionierst du auf diese Lösungen. Was bedeutet, du hast nicht mehr nur das rationale Denken und diese rationalen Ergebnisse, die du hier hast, sondern durch die Vorstellung und letztendlich die intensive Arbeit und diese Repetitionstechniken, also die Wiederholungstechniken, das immer wieder durchzulesen, kannst du dir durch einen kreativen Ansatz neue Rationalen aufbauen, die die Problemlösung darstellen, die im Notfall oder wenn es kritisch wird, das abrufen lassen. Und das ist eine Sache, die musst du außerhalb des Tradings machen. Und die wird dir auch kein Trading-Psychologiebuch mitteilen. Es sagt dir immer, wie du es machen solltest, aber nicht, wie du dahin kommst. Und das ist eine ganz, ganz konkrete Anleitung, wie du dahin kommst. Du hast die Lösungen. Das heißt also, wenn du sagst zum Beispiel, ich kann meinen Trade nicht lange laufen lassen, dann kannst du dir halt als Lösung aufschreiben, ich habe meinen Trade geplant, ich habe mein Ziel definiert und ich habe in der Vergangenheit feststellen können, dass beispielsweise durch Backtesting, durch diese Systematik, durch diese Strategie der Markt auch sehr, sehr stark für mich laufen kann. Selbst nachdem er ein Momentum für mich geliefert hat und dieses Momentum komplett korrigiert hat. Und dann kannst du das ja quasi durch Backtesting, durch Rationalität erläutern, warum das Sinn macht. Weil in der Vergangenheit hat es funktioniert, also kann es in der Zukunft auch funktionieren. Und das ist der wichtige Punkt. Das heißt, du musst dir selber erklären und dir in dieser Lösung denken. Und du musst wirklich versuchen, diese Lösung so gut es geht, so lebhaft es geht, dir vorzustellen. Weil der menschliche Kopf, der ist nämlich super spannend. Und das ist auch die Literaturempfehlung, die ich vor allem Richtung Dr. Joe Dispenza geben möchte. Oder vor allem auch solche Geschichten wie, es gibt eigentlich mehrere Bücher, die das Ganze darstellen. Aber vor allem Psycho-Cybernetics ist für mich ein extrem wichtiges Buch. Darauf aufbauen gibt es auch noch ein, zwei andere Bücher, die nicht ganz so bekannt sind, zum Beispiel Advanced Psycho-Cybernetic und Psycho-Feedback. Ich kann die Autoren und die Büchertitel mal hier unter das Video packen und such dir das gerne selber raus. Das sind keine Links, ich habe auch keinen Bock auf Affiliate-Link und so weiter und so fort. Ich will, dass du das für dich machst. Und wenn du dir das mal anschaust, dann siehst du, dass es extrem viele Untersuchungen gibt, dass allein schon unser Training im Kopf
wenn wir uns Dinge vorstellen, wenn wir uns das möglicherweise so lebhaft vorstellen, wie es nur geht, dass unser Nervensystem den Unterschied zwischen gedachter Realität und echter Realität gar nicht erkennt. Das kennen wir alle, wenn wir zum Beispiel Angst bekommen und eine Panikattacke bekommen, ohne dass eine eigentliche Gefahr besteht. Das kennen wir, wenn ein Hund an Essen denkt und anfängt zu sabbern. Das kennen wir aber auch, wenn wir an Essen denken und auf einmal Todesbock auf irgendwas bekommen, obwohl wir gar keinen Hunger hatten. Und das ist so eine Sache, oder wenn wir an ein Erlebnis denken und plötzlich Gänsehaut bekommen. Das Erlebnis ist ja gerade nicht da, aber wir denken an ein vergangenes Erlebnis und kriegen dann die gleichen Emotionen. Das heißt, es ist bei uns im Kopf so gespeichert bzw. so assoziiert, weil Emotionen und Gedanken so enorm starke Botschafter sind bei uns im Kopf, dass dadurch Signale und Reize im Körper verursacht werden können, die sogar Muskulatur bewegen. Und es gibt mehrere Untersuchungen, aber eine Untersuchung, die fand ich extrem spannend. Also es gibt zum Beispiel Untersuchungen, dass sich Menschen vorgestellt haben, wie sie Bankdrücken machen und tatsächlich Muskelwachstum in den nächsten Wochen festgestellt werden konnte, ohne dass sie tatsächlich physisch gearbeitet haben, quasi Bankdrücken gemacht haben oder. Und es gibt eine Untersuchung, da ging es um ein Basketballteam und das Basketballteam wurde in drei Gruppen unterteilt und diese drei Gruppen sollten Freiwürfe werfen. Dann gab es letztendlich eine Gruppe, die hat 20 Minuten pro Tag über drei Wochen Freiwürfe trainiert und die hat es geschafft, 25% ihrer Trefferquote zu verbessern. Dann gab es eine Gruppe, die hat gar nicht trainiert über diesen Zeitraum und die hat sich sogar, ich glaube es waren 1% verschlechtert, der Trefferquote zu vorher. Und dann gab es eine Gruppe, die hat sich nur vorgestellt, 20 Minuten am Tag zu trainieren. Das heißt, sie saßen 20 Minuten zu Hause und haben sich vorgestellt, wie sie den Wurf trainieren, wie sie letztendlich ihren Wurfarm anpassen, was sie korrigieren, wenn sie nicht getroffen haben. Und die haben sich 24% ihrer Trefferquote verbessert. Und ich denke, das ist ein Brett. Und ich denke, allein schon das sollte uns genug Gewissheit geben, beziehungsweise genug Motivation, da haben wir es wieder geben, uns tatsächlich damit zu beschäftigen. Ja, das heißt also, versuch dich täglich, gedanklich, so intensiv, so lebhaft wie möglich dir vorzustellen, wie du deine Lösungen angehst, wie du deine Lösungen lebst. Was du machst, wenn der Trade läuft, das Momentum für dich läuft. Du stellst dir vor, wie du am PC sitzt, deine Hand auf der Maus hast und nicht die linke Maustaste drückst, sondern indem du die Hand von der Maus wieder wegnimmst, dir das Ganze anschaust und gegebenenfalls sogar daneben nochmal auf deine Notizen schaust und siehst, ja, es ist eine gute Entscheidung, wenn ich jetzt im Trade drin bleibe. Und damit verabschiede ich mich. 32 Minuten Video. Ich hoffe, dass hier nicht nur die Problemstellungen benannt wurden, sondern auch konkrete Lösungsansätze. Auch da gibt es natürlich deutlich mehr zu erwähnen. Auch da gibt es noch deutlich mehr Techniken. Das ist aber auch eine Sache, die ich mir über Jahre angeeignet und angelesen habe. Das ist auch eine Sache, die bei uns so intern so ein bisschen kommuniziert und bearbeitet wird. Ich denke aber, mit diesen Informationen wirst du hier sicherlich aufs nächste Level kommen. Und das war's von meiner Seite. Ich freue mich sehr, wenn du den Daumen nach oben für den Video hier hinterlassen würdest oder wenn du den Kanal abonnieren würdest, weil das ist kostenlose Arbeit, die mir auch sehr viel Arbeit bereitet. Ich aber sehr, sehr gerne mache, vor allem aber, wenn ich sehe, dass das Ganze ankommt. Liebe Grüße, dein Dominik von der Water Story. Ciao, ciao.